Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir den Sandsturm hinter uns gelassen und wir sind hier auf der vorletzten Route, Route 229. Und wir haben einiges in diesem Part vor. Einmal will ich hier diese Route schon abschließen, weil die ist nicht groß. Und zum einen will ich dann die letzte Stadt erkunden und anschauen, und zum letzten will ich dann die letzte Route schon anfangen in diesem Part, und ich habe aus Versehen die Speed-Taste gedrückt. So, hier muss ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen, weil hier sind einige Zerschneiderbäume, wo ich halt jetzt noch nicht rankomme. Dann habe ich da oben noch einen Trainer gesehen, ich schaue erstmal hier lang. So, hier sind nämlich noch ein paar Bären. Die Bären werde ich mal ganz schnell hier pflücken, geht mit der Speed-Taste, weil geht schneller. Geht somit viel, viel schneller. Und das ist ja ganz gut so. So, und dann hier jetzt noch einen Labrosbärer. So. Und dann bin ich hier hinten. Doch, was ist hier hinten? Keine Ahnung. Da ist auch ein See zum Surfen, aber ohne Zerschneider kommen wir da nicht ran. Dann war ja da noch ein Trainer. Genau, den werde ich jetzt hier noch herausfordern. Nee, der ist kein Trainer. Hast du nach mir gesucht? Hast du mich etwa vermisst? Hätte ich doch nur eine weitere Weisheit für dich parat. Aber viel Anzeige. Also muss ich das hiermit wieder wettmachen. Nugget erhalten. Dankeschön. So. Und nun geht es auf. Warum eigentlich nicht? Nimm doch noch eins. Vielleicht gleiche ich so die mir fehlende Weisheit aus. Ja, einfach mal ein paar Nuggets verschenken. Das sind meine Nuggets. Versuche sie nicht zu verschwenden. Goldnuggets müssen doch mehr wert sein als ein Quäntchen Weisheit. Also, ich weiß nicht, wer so dumm ist und einfach mal Nuggets verschenkt. Ich würde es nicht tun, aber okay. So. Ja, was wollte ich sagen? Stimmt, wir müssen hier nochmal mit Zerschneider zurückkommen. Aber ja. Ach, hier sind ja auch nochmal zwei Trainer. Zwei letzte Trainer. So, dann kämpfen wir mal. Mit Firefight und Tyler mal gleich vorne. Sehen aus wie zwei Ass-Trainer. Und dann müsste da unten schon die letzte Stadt sein. Genau. Und dann die Route 230, die führt ja wieder zurück zum Kampfareal, wo wir schon am Anfang waren. Genau. Und ein Magnain und, oder Magnain, oder wie der auch immer ausgesprochen wird, und ein Zwirrklopp. Ach du heilige Scheiße. Ja, was machen wir denn bei denen? Ich würde sagen, ich fange an mit Nahkampf und mit Spukball. So. Weil, ich glaube mal, dieses Pokémon ist auch vom Typ Unlicht, wenn ich mich nicht irre. Darum sollte es ja eigentlich sehr effektiv sein. Ja, ist sehr effektiv. Okay, da finde ich gut, dass sich das bestätigt. Weil oftmals bestätigt sich ja das nicht bei mir, aber in dem Fall hatte ich recht. Und dann nochmal Spukball auf Zwirrklopp. Das sollte auch sehr effektiv sein. Ist sehr effektiv. Oh, ich bin ja gut. Und Zwirrklopp setzt Gegenstoß auf Heiler ein. Gegenstoß, ist das physisch oder speziell? Sieht aus wie physisch. Ja, falls eine Menge abzieht. So, als nächstes wird Curlier eingesetzt. Curlier. Setze ich mal Flammenwurf auf Curlier ein und Heiler muss ich auswechseln. Genau. Oder ich setze Weichei ein. Genau. Einfach mal Weichei einsetzen. Das Curlier wird an dem Flammenwurf wahrscheinlich noch nicht besiegt werden, aber... Oh, doch, doch. Sehr, sehr schön. Wow. Ich bin ja stolz. Und jetzt hier noch Weichei für Heiler. Und dann haben wir jetzt nur noch als einzigen Gegner den das Zwirrklopp hier im Wege stehen. Dann schaffen die beiden das, denke ich mal. So, Zwirrklopp setzt nochmal Gegenstoß ein auf Heiler. Okay. Der Heiler war ja jetzt fast komplett geheilt. Das zieht doch schon fast die Hälfte ab. So, und dann mache ich jetzt trotzdem noch mit Flammenwurf weiter. Und setze trotzdem nochmal Weichei ein, weil ich denke mal, dass Flammenwurf ausreichen wird. Und wenn ja, dann würde ja Heiler keinen treffen. Richtig. Und darum nutze ich dann die Runde, um Heiler nochmal zu heilen. Ganz einfach. So. Und das, was ich vorher gesehen habe, das ist auch wirklich eingetreten. Und somit habe ich auch den Zug von Heiler gut ausgenutzt. So. Brutalander. Ach du heilige Scheiße. Ein Brutalander.
Ich glaube, ich muss jetzt hier auswechseln, weil Brutalanda ist ein harter Brocken. Ein richtig harter Brocken. Wo, nee, bei Firefight bleibe ich trotzdem noch. Da setze ich mal Steinkante ein. Und aber Heiler werde ich auswechseln zu Seeblatt. So. Ich hoffe mal, Steinkante trifft. Ja, das tut's. Sehr, sehr schön. Wie viel zieht das ab? Nicht mal die Hälfte. Es war sehr effektiv, aber zieht nicht mal die Hälfte ab. Und Scheiße. Firefight ist besiegt. Mist. 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 Dann ohne Zahn, du bist dran. Brutalanda ist ja, glaube ich, auch vom Typ Drache, also müsste Drachenpuls sehr effektiv sein. Und dann setze ich am besten noch Surfer ein. Nein, nicht Surfer, nicht Surfer, falls er auch ohne Zahn trifft. Nein, ich habe nicht, hab da daran jetzt nicht dran gedacht. Ich hoffe mal, Drachenpuls reicht aus. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Leider wurde Firefight besiegt. Was jetzt auch ein bisschen unnötig war, aber na gut. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Die zwei Trainer wurden besiegt. Gut, sehr, sehr gut. So, und dann müsste hier jetzt das Erholungsgebiet sein. Genau. Nach links geht es jetzt zu Route 230 und nach unten zum Erholungsgebiet. So, Erholungsgebiet, genau das haben wir jetzt nötig. Oh ja, sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Ich suche aber erstmal das Pokécenter. Da ist das Pokécenter. Dann werden wir erstmal, ja, einen anderen Vollmsklaven holen, um dann die Zerschneiderbäume zu, ja, Kanten, sage ich mal, zu zerschneiden. Dazu kommt jetzt der jetzige Vollmsklave raus und halt, wer hat nochmal Zerschneider? Bediza, glaube ich, ja genau, Bediza. So, dann Pokémon bewegen, Bediza, da. Blitzmaus ist ja hier immer noch auf der Box. Nicht mehr lange, bald werden wir ihn dann auch wieder ins Team nehmen. So. Dann geht es jetzt zurück. Und wenn wir dann die Items geholt haben, dann fliegen wir hier jetzt dann auch hier zum Erholungsgebiet dann wieder hin und erkunden sozusagen die Stadt dann. Genau. So. Dann wieder hier zurück zur Route. Und hier mal durch. Dann ist hier der erste Zerschneiderbaum, den wir zerschneiden können. Dahinter ist ein Item. Was für ein Item verbirgt sich hier? Ein düster Umhang. Wow. Cooles Item. So, und dann... Topschutz wirkt nicht mehr. Dann werde ich jetzt noch einen Topschutz einsetzen. Und ein Grafikbug. Yay. Ein super Grafikbug. Dann war ja da hinten noch irgendwo. Ja, genau. Hier war noch ein Zerschneiderbaum. Dann schaue ich hier auch nochmal mit Surfer lang, ob da irgendwie noch... Und was hinter dem Fluss ist oder irgendwie so. Mal sehen. Doch, da sieht es aus, als wäre da ein Ufer. Mal schauen, mal schauen. Das ist auf jeden Fall ein Ufer. Ist irgendwas? Ein Donnerstein. Wow. Okay, dann fliegen wir jetzt mal zurück. Ich möchte jetzt hier nicht einen Umweg gehen, sondern einfach mal ganz schnell dorthin fliegen. Wir haben ja schon das Erholungsgebiet vorhin betreten, also können wir da jetzt auch hinfliegen. So, ist ja nur ein kurzer Weg für Kampfwandler. Und dann werde ich jetzt Blitzmaus wieder ins Team nehmen. Und dann werden wir das Erholungsgebiet erkunden. Ob wir dann wirklich schon in diesem Part dann mit der nächsten Route anfangen können, das weiß ich ja auch noch nicht. Das ist mein Ziel, aber ja. Bisher auch nur mein Ziel, mehr nicht. So. Dann fangen wir mal gleich hier im Pokécenter an. Wo auch immer du dich befindest, mit wem auch immer du sprichst, jeder weiß, was Pokémon sind. Das ist absolut fantastisch. Ja, wusstest du, dass es eine verlässliche Methode gibt, um die Welt zu verändern? Mach einen Handstand und schon steht die Welt Kopf. Wow, sollte ich auch mal ausprobieren. Ja. Oh, wie gerne wäre ich doch Mitglied beim Bender-Syndikat. Mein liebsten Pokémon würden traumhafte Erfahrungen zuteil werden. Hey, du weißt bestimmt, wie man unter der Erde coole Sachen ausgraben kann. Manche sagen, sie graben ganz neue unterschiedliche Dinge aus. Ja, was ist denn da oben? Psst, hey, ja, dich meine ich.
Ich möchte, dass du diese Villa bekommst. Oh, warte. Nein, 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 nein. Es ist nicht das, was du denkst. Ich versuche nicht, dich über den Tisch zu ziehen. Du tust mir sogar einen Gefallen. Ich habe diese Villa geschenkt bekommen, kann sie aber eigentlich nicht gebrauchen, um ehrlich zu sein. Also sag einfach gar nichts. Nicke einfach und diese Villa gehört dir. Ja. Puh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Der ursprüngliche Besitzer war aus Höhen. Er sammelte alle möglichen Arten von seltenen Steinen in Sinnoh und hat sich dann wieder auf den Weg in die Eimer gemacht. Ich bin also über eine Art Schenkung an diese Villa gekommen. Keine Ahnung, was sich die Reichen als nächstes einfallen lassen. Dennoch danke ich dir für deine Hilfe. Folgst du mir bitte? Ja, schön. Wir haben eine... Ja, dann wieder. Nicht lieber, wie du zugeben musst. Herein mit dir für eine kleine Begehung. Wow, unsere eigene Villa. Was? Die Möbel des ursprünglichen Besitzers sind nicht mehr da und ich selbst habe keine neuen gekauft. Tja, also, ich weiß, es wirkt etwas leer. Trotz allem nicht übel, oder? In jedem Fall habe ich immer noch ein schlechtes Gewissen. Ich habe dir die Villa so dir nichts umsonst aufgeheizt. Bestell doch auf meine Kosten einen Tisch mit Hilfe dieses Auftragbuches. Das sollte als Dank meinerseits genügen. Cool. Danke, dass du gewartet hast. Ich liefere deine Bestellung aus. Wir hoffen, dass du auch weiterhin Qualitätsmöbel bei uns bestellen wirst. Achso, das war der... Achso. Der Service des Mobilhauses ist prima. Man ist wirklich um den Kunden bemüht. Sieh mal, auf dem gelieferten Tisch liegt auch gleich ein Auftragsbuch. Wie auch immer. In jedem Fall bin ich dank dir diese Villa los. Jetzt kann ich mich ja wieder meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Reisen, widmen. Hey Dennis, dir gehört jetzt eine Villa? Wow, das ist ja total super. Du musst wirklich reich sein. Gib mir gefälligst was ab. Okay, ich werde folgendes machen. Ich erzähle allen, dass dir eine Villa gehört. Okay, das kommt jetzt so ein bisschen überraschend, weil... Pokémon, ja, was war das doch nicht? Das ist hier eine eigene Villa. Geil. Cool. Mega genial. So, das ist ein... Ach du, cool. 168.000, ja, ist das euer Ernst? Ach du heilige Scheiße. Also wir werden es jetzt nicht einrichten. Vielleicht am Ende des Let's Plays, wenn wir wirklich kein Geld mehr ausgeben müssen. Aber jetzt noch nicht. Ja, genau, wir machen es am Ende des Let's Plays. Im letzten Part werden wir die Villa so ein bisschen einrichten mit dem Geld, was ich dann habe. Wahrscheinlich werden wir dann eh nur ein Möbel einrichten können, aber na gut. Ich find's cool, ich find's richtig cool. Unsere eigene Villa. Unsere eigene Villa, wie das schon so klingt. Ich find's cool, ich find's cool, ich find's wirklich cool. So, aber ich war hier ja noch beim Erkunden. So, was steht denn eigentlich hier? Eine recht beeindruckende Villa. Ja, es ist... Ach, hier kann ich rüber surfen und ein Item einholen. Das finde ich super. So, ein Nugget, schon wieder ein Nugget. Ja, stimmt, wir können dann auch die ganzen Nuggets verkaufen, damit wir noch ein bisschen mehr Geld kriegen. Dass wir noch mehr Gegenstände einkaufen können, aber erst später, wenn wir dann soweit sind. Ich bin weit gereist, um mein geliebtes Pokémon noch hübscher zu machen. Dann liebt es mich sogar noch mehr. Ja. So, wer wohnt denn hier drinnen? Drei Leute. Die besten Trainer der Welt kommen in der Kampfzone zusammen. Sie ist nicht nur auf Sinnoh beschränkt. Es muss ein tolles Gefühl sein, dort mit seinem selbstgefangenen Lieblings-Pokémon einen Sieg zu erringen. Da ist jedes Pokémon von Sinnoh zu Gesicht bekommen. Das ist absolut cool. Ich werde auch mit Pokémon umherziehen, wenn ich älter bin. Alles, was ich brauche, ist mein Fernseher. Mehr brauche ich wirklich nicht. Ich lerne so viel, indem ich einfach nur hier sitze. Ich saue alles Wissen auf. So kenne ich zum Beispiel das Pocket-Zubehör Landkarte. Angeblich kann man mit der Landkarte ein Pokémon suchen, das unterwegs ist. Ich bin noch nie reisenden Pokémon begegnet, habe aber von ihnen gehört. Ja, wir wollen ja noch Vesprit fangen und vielleicht auch, na, bevor wir mit der nächsten Route anfangen werden, werde ich Vesprit fangen. Oder versuchen zumindest. Niemand glaubt mir, aber irgendwas lauert im Erholungsgebiet. Es ist der geheime Herrscher der Gegend. Du musst mir glauben. Wenn du mir glaubst, dann hol deine Superangel raus und halte sie ins Wasser. Wer weiß, vielleicht gelingt es dir ja, den atemberaubenden Herrscher zu fangen. Okay. Für mein Pokémon nur das Beste. Und wenn ich ans Ende der Welt reisen muss, so bin ich nun mal. Das hier scheint auch eine gute Villa zu sein. Entschuldige bitte.
Dies ist ein exklusives Resort, das nur Ausgewählten zugänglich ist. Nennen wir es einen besonderen Ort für Besondere. Wenn du eintreten möchtest, sammle am besten so viele Bänder wie möglich. Ah, ja. Stimmt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da war. Das werden wir nicht erkunden, weil, ja, so viele Bänder haben wir ja momentan nicht. Und dann sind wir jetzt mit hiermit jetzt fertig. Ja, genau. Wir sind hier jetzt fertig. Obwohl, da hinten scheint noch irgendwie was zu sein. Oder? Nee. So. Aber ich will jetzt den Party noch nicht beenden. Dann wären wir doch schon mit der nächsten Route weitermachen, ganz einfach. Wenn halt der Partner geht, dann werden wir Vesper doch noch später fangen. Tut mir leid dafür, aber ja. Vielleicht dauert die nächste Route nicht so lange. Ist auf dem Wasser übrigens, also die letzte Route, die wir absolvieren werden, ist auf dem Wasser, was auch sehr, sehr cool ist. Und ja. Dann hier mal im Beutel nachschauen und mal einen Topschutz aktivieren. Und dann sollten wir ja im nächsten Part dann fertig werden. Hoffe ich zumindest. So. Ah, hier wieder so eine große Wasserroute. Eigentlich bin ich von großen Wasserrouten eher nicht so begeistert, sage ich mal. Aber na gut. Also, weil, wenn es dann so viele Abzweigungen da gibt. Aber, ja. Wie gesagt, diese Route sollte nicht lange dauern. Also, wir werden auf jeden Fall im nächsten Part damit schon fertig. Hoffe ich zumindest, denke ich zumindest. Und warum habe ich eigentlich Firefight noch vorne? Das sind doch hier Wasserpunktmann. Nee. Blitzmaus ist ja jetzt auch wieder im Team. Ich wechsle mal zu Heiler. Genau. Krabhammer, das ist, nee. War eine schlechte Entscheidung, zu Heiler zu wechseln. Okay, dann Blitzmaus, du bist dran. Du warst jetzt hier zwei oder drei Parts nicht dabei. Dann bist du jetzt dran. Aber die Attacke geht ganz schön oft daneben. Oder ist das so eine K.O.-Attacke? Das wäre natürlich gar nicht gut. Wir haben bisher hier noch, glaube ich, keine K.O.-Attacke gesehen. Irgendwie Krabhammer, wenn das jetzt so oft nicht trifft. Ah, wer weiß. So. Und dann jetzt ein Krebskorps. Nein, Krebskorps, oder war das? Nee, eben war Krabi, jetzt ist Krebskorps die Weiterentwicklung, oder? Ja, ich glaube schon. Irgendwie sehen die alle so gleich aus. Ah, doch, dann müsste das so sein. Doch. Genau. Und natürlich auch sehr effektiv. Aber irgendwie ist das auch so ein komisches Gefühl, wenn wir jetzt hier auf der letzten Route schon sind. Auf der letzten Route. Dann war's das. Dann, wie gesagt, wie ich schon in diesem oder letzten Part gesagt habe, nur die Arenaleiter nochmal besiegen. In diesem einen Gebäude. Die in deren Pokémon fangen. Das, die Villa einrichten und dann war's. Dann bin ich weg mit Pokémon Platin. Dann tschüss Pokémon Platin. Also viele Parts dauert's nicht mehr. Aber na gut, wir saßen jetzt hier auch schon Ewigkeiten an Pokémon Platin. Am 1. Februar dieses Jahres hat ja das Let's Play gestartet. Und ja, wir sind jetzt schon über 100 Parts dabei. Aber irgendwie auch so ein bisschen komisch damals, als ich das angefangen habe aufzunehmen. Das war ja, ich habe es ja schon Mitte Januar angefangen aufzunehmen, Pokémon Platin. Und jetzt haben wir Juni. Juli haben wir. Och, wir haben ja schon Juli. Oh. Also schon über ein halbes Jahr bin ich, oder ein halbes Jahr bin ich jetzt hier schon dabei. Nee, das ist irgendwie so ein komisches Gefühl. Läuft nicht weiter? Ich mache mal sicher was ein Safe State. Jetzt, wo ich den Safe State mache, geht's weiter, okay. Na gut. Dann geht es jetzt hier wirklich. Also, ich weiß nicht, was das eben war. Ich bin, glaube ich, irgendwie aus Versehen gegen die Leertaste gekommen. Aber Leertaste ist doch bei mir Speed. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall haben die Pokémon hier überhaupt keine Chance. Und, oh, ein Lapras. Ein Lapras. Ist vom Typ Eiswasser. Auch ein sehr interessanter Typ. Bleibe ich dabei, Blitzmaus? Ich bleibe bei Blitzmaus. Also, Blitzmaus wird jetzt hier den Job. Ja. Den ganzen Job erledigen. Und ja, das wird dann auch der letzte Training für die Pokémon sein, die wir jetzt hier haben. Ach ja, damals.
Ich weiß auch noch, als ich die ersten zwei Parts aufgenommen habe. Das war auch sehr, sehr spontan, als ich die ersten zwei Parts aufgenommen habe. Ich habe zwar da schon geplant, dass ich Pokémon Platin Let's Playen möchte. Und als Let's Player zusätzlich bringen möchte. Aber dann habe ich mir so gedacht, ich habe schon den Emulator und so alles vorbereitet. Pokémon Platin ist schon da. Ich nehme jetzt die ersten zwei Parts auf. Das ist jetzt so fast 120 Parts her. Oder genau 120 Parts oder irgendwie so. Irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Na gut, dann würde ich mal sagen, im nächsten Part geht es hier auf der Route weiter. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein und bye bye.